Servus, liebe Bergmadeln und Bergbauern. Heute sind wir am Hörnle im Bad Kohlgrub. Mit dabei der Snowfox an meiner Seite. Wir gingen aufs vordere Hörnle als unser Primärziel und wollen von da aus den Sonnenuntergang anschauen. Wie gesagt, starten wir im Bad Kohlgrub, das ist ja der einfachste Weg hinauf, auf das 1484 Meter hohe Gipfel. Es ist der erste Gipfel eigentlich im Voralpenland, der super Aussicht bietet auf alle Seen und was man sonst nur so im Flachland dann sehen kann. Natürlich gibt es einen Hohen Peißenberg, da haben wir auch schon ein Video gemacht, aber das Hörnle ist natürlich eigentlich der erste Berg, der den Namen auch verdient. Es geht ganz easy voran, erstmal auf so einem Fahrstraßen-Forstweg und dann auf dem Wanderweg hinauf. Zahlreiche Bankerl pflegen den Wegrand, wo sie einladen zum Ausruhen. Unterwegs haben wir nochmal zwei junge Rehe gesehen, die da grasen. Sie ist gut gelassen, schaut eigentlich ganz prima aus. Leider ist es ein bisschen verwackelt, ich wollte den jungen Mann draufnehmen, aber ich habe es ohne Stativ gefilmt, deswegen haben wir da ein paar Wackler drin. Ja, der Weg kann man sich aussuchen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, mal unter der Bahn ein bisschen längeren, weniger steilen Weg oder eben heute die steileren Weg. Ja, genau, da haben wir jetzt mal ein bisschen schneller einen Gang reingekaut. Hier kommt man jetzt endlich dann mal in die Freiflächen aus dem Wald raus. Wie man nur sieht, liegt noch ein bisschen Schnee, aber noch ganz wenig. Da kommen wir jetzt auch gleich an der Bergwachthütten vorbei. Die liegt so knapp über der Hälfte zum Aufstieg zur Hörnle-Hütte. Dort wird es ja das erste Mal ein richtig schöner Blick auf Bad Kohlgrub freigeben. Auf dem kleinen Mini-Gipfel da, kann man sagen. Da seht ihr jetzt schon Weiterweg, rechts den Schlepplift für den Winter und eben der Weiterweg hinauf gestaltet sich jetzt ziemlich gerade bergauf. Hinauf. Wow. Wenn man der Hörnle vorbei ist, dann gibt es schon einen Blick frei aufs vordere Hörnle, wo wir dann besteigen wollten. Wir haben jetzt hier natürlich die super Sonne erwischt an dem Tag. Wir haben 19 Grad gehabt, da war das ideal zum Aufsteigen. Aber es wird dann auch ganz schick heute, sobald Sonne weg ist. Ja, das Hörnle eignet sich eigentlich für alle Leute, für Ältere, für ganz Junge, für die Trailrunner. Jeder hat da sein Pfund, was er wegkriegt. Und wir haben jetzt, ich sag, eine Stunde aufgebraucht, knapp. Sowas. Ja, dreiviertel Stunde bis zu der Hütten, ja, oder knapp unterhalb und dann nochmal eine Viertelstunde bis aufs vordere Hörnle hinauf. Die Aussicht ist natürlich, wie gesagt, spektakulär, was sich im Hintergrund erahnen lässt. Da kommen wir auch gut her. Aktuell sind die Bahnen geschlossen und ja, wir sind zu Fuß auf. Jetzt zur Corona-Zeit ist natürlich weniger los. Also anscheinend so 30 Leute unterwegs insgesamt, wenn ich alle auf dir. Hier der klassische Gipfelbeutel für uns zwar vorm Gipfelkreuz vorderes Hörnle und nochmal die andere Seite. Das Gipfelkreuz ist leider so ausgerichtet, dass es schwierig zum Fotografieren ist. Ja, wir haben ja fast Vollmond. Stellt sich jetzt auch wunderbar da hier im Zeitraffer. Und jetzt kommt noch eigentlich das Schönste, und zwar der Sonnenuntergang. Dazu spiele ich euch Musik ein. If there's a moment when it's perfect, we'll cover names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey. The sun goes down. As the sun goes down. Mei, wie ihr es gesehen habt, war das wirklich schön und habe auch dann zum Schluss nochmal die Sonne aufgelassen. Das macht ein warmes Gefühl nochmal, wenn man so sieht, wie sich das Gras erhellt in seinem warmen Farbton. Hier sind wir jetzt auf dem Abstieg, gehen runter im Dunkeln. Für den jungen Begleiter war natürlich so eine Nachtwanderung super. Und wir sehen auch, es sind auch Freunde schon anwesend gewesen. Friedenstaube und ein ordentliches Fuck AfD.
direkt an dem Schödel, wo waren wir da? Ah, zum Zeitberg unterwegs. Der Zeitberg ist so dieser Aussichtspunkt quasi direkt neben der Hörnli-Hütten mit einem eigenen Gipfelkreuz. Ja. Wer es mag, wir haben da nochmal einen kurzen Stopp gemacht, was trunken und fertig. Jetzt bringe ich euch noch ein paar schöne Bilder ein, die ich während der Tour gemacht habe. Das erste war natürlich das Gipfelkreuz vor das Hörnli. Das da war gerade der Teufelsstättkopf. Hier haben wir das hintere Hörnli mit einem Trailrunner, der sich gerade umzirkt. Die P900 lässt natürlich einen guten Zoom zu. Und hier noch ein paar Schnappschüsse, die wir auf dem Gipfel aufgenommen haben. Natürlich der Wettersturm mit der Zugspitze und der Gipfelstation darf nicht fehlen. Ein Besuch noch beim Mond an der Unterseite und die Station am Laber, die natürlich auch unbesetzt ist. Laber Nordabfahrt hat noch Schnee und hier sehen wir noch Unterammergau, schön schon beleuchtet. Das ist übrigens Gipfelkreuz Mittleres Hörnli und dann haben wir nochmal das hintere Hörnli. Und da ist der Trailrunner nochmal, wie er gerade absteigt, mit kompletter Kleidung. Ja, tut mir leid, musste ich mit drauf nehmen. Und hier haben wir nochmal Zeitberg, wir zwei hinterm Mond. Und nochmal der junge Mann, das Foto ist besser gelungen. Ja, damit darf ich auch beschließen. Danke fürs Zuschauen, gell, und Servus.